dann gibt es ein wunderschönes, riesiges Feuerwerk. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich erzähle euch heute ein klein bisschen was über Xmas. Jedes Jahr gibt es ein schönes Event in der Weihnachtszeit, in dem hier wunderbar Geschenke vom Himmel fallen. Sieht dann wunderbar aus, wenn die hier ankommen. Wollen wir eins, da kommt eins runter. Dauert einen Moment. Gibt so schön Konfetti und alles Mögliche. Sieht toll aus. Ja, wo fällst du hin? Du brauchst aber heute lang. Bist du schneller? Ja, fällt daneben. Überall findet man diese tollen Geschenkpakete. Er kommt jetzt gleich da unten irgendwo an. Juhu, Xmas. Ich glaube, das Spiel ist auf voller Lautstärke. Ja, bei mir ist das nur so leise. Okay. Und wir haben dort immer diese Geschenke drin. Jetzt fragt man sich natürlich, wofür braucht man die? Was ist denn das für ein Quatsch? Die braucht man hier drin, weil es gibt auf einmal Fixmas. Das ist natürlich jetzt bei mir abgeschlossen, weil ich gesagt habe, schließ mal alles ab. Mit den ersten Geschenken kriegt man kleine Tannenbäume und Zweige. Und hat dann diesen Baum, den man immer weiter, also den muss man dann hier mit Zweigen anlocken. Und ich könnte mal gucken, was passiert, wenn ich No-Cost abschalte, mir dann das Richtige anzeigt. Fortschritt, nein, Spieloptionen, Freischaltkosten. So, gucken wir mal eben. Habe ich das jetzt nicht gespeichert? Genau. Also, man muss sich irgendwie diese 100 Geschenke zusammensammeln. Dann bekommt man seine Tannenbäume. Und hier geht es dann weiter. Man braucht dafür die Kugeln und die Zuckerstangen. Für die Zuckerstangen braucht man Zweige. Und hier braucht man auch Zuckerstangen für, also die. Das ist Zuckerstange und das ist auch Zuckerstange. Die eine ist dekorativ, die andere nicht so. Und man kann dann Schleifen bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man diese rote Kugel, die hier noch drin steht, weil ich kann hier rote Kugeln bauen, nachdem ich eine rote Kugel reingeschmissen habe. Das läuft dann über den Oh, es gibt ein neues Motiv, wie schön. Über den Adventskalender. Und wie man sieht, die Dinger sind sehr gut versteckt. Ich meine, die 1 ist noch relativ einfach, hier oben. Und wir haben Geschenke drin, 100 Stück praktischerweise. Ja, damit könnte man das jetzt schon freischalten. So. Und weil heute ja der 1.12. ist, ist noch nichts mit dem zweiten aufmachen. Allein schon, weil ich ihn nicht finde. Aber das ist schön, ein neues Motiv. Man hat mal wieder ein bisschen was gemacht. Da ist die 3, 16, 5. Also wie man sieht, ne, ich kann hier draufklicken, das funktioniert alles noch nicht. Ach, da ist die 2. An einem der nächsten Tage kommt hier drin irgendwo, vermutlich in der 2, 3, 5, irgendwo da, vielleicht auch in der 6, diese rote Kugel. Und damit lässt sich dann das hier wieder freischalten. Gleiches gilt hier unten, Noten erforscht. Okay. Kosten. Genau, der braucht halt auch alles Mögliche. Da haben wir Schnee, da kriegen wir Kugeln, die wir wiederum aus anderen Kugeln machen können. Weil hier lernen wir blau und rote Kugeln, dann kriegen wir hier die anderen Kugeln. Hier brauchen wir aber noch so ein Ornament. Gleiches Prinzip, liegt wieder im Adventskalender. Hier ähnlich,
wir brauchen diesen Stern. Den kriegen wir auch da. Lernen hier, wie man dieses Bündel macht, weil davon brauchen wir ja auch wieder mehr. Und auch hier, wie man so einen Kranz macht. Da kriegen wir den Weihnachtsstern und Schneebälle. Und hier unten ist dann einfach für den Fixmas Weihnachtsbaum. Das ist auch ein neues Teil, was man bauen kann. Deswegen schalte ich jetzt auch wieder die No-Build-Kurs an. Bestätigen. Und gehen wir wieder nach oben. Mal gucken. Das nehmen wir mal mit. Es ist immer so schön, dass man die gratis kriegt. Setzen wir uns doch mal. Warum stehen eigentlich alle Züge gerade? Welcher Zug ist im Weg? Du meckerst. Du kannst nicht fahren, weil der steht. Blockiert ihr euch hier? Ich behebe das mal eben. Okay, da sind wir wieder. Die wollten alle zum gleichen Bahnhof. Das ist auch schön. So, wo passen wir? Dann packen wir uns das mal hin. Hier, glaube ich. Na, ich ziehe mal eben eine kleine Plattform hier und dann machen wir mal ein bisschen. Dann machen wir mal ein bisschen weihnachtlich. So. 2. 1, 2, 3. 5. Und das müssten jetzt ungefähr 10 sein. Das reicht auch. So. Für das große Weihnachtsding, das ist jetzt natürlich hier in dem Fall schon komplett fertig. Also es gibt hier jetzt Fixmas und es gibt den riesigen Fixmas-Baum. Sieht ziemlich groß aus. Kann man sich hier hinstellen. Stellen wir mal hier schön in dieses Karree rein. Ist doch ganz nett. Oder haben wir ein besseres? Nein. Nehmen wir das. Zack. So. Und er baut sich auf. Das ist die Endausbaustufe. Mit Geschenken drunter, Lichterkette. Es fängt als einfache Tanne an. Wirklich komplett ungeschmückt ist. Und dann kommen die Kugeln dazu, die Lichterketten, die Zuckerstangen. Alles so nach und nach. Bis ganz am Ende, im letzten Teil, dass da unten, dass hier der Stern da drauf gesetzt wird. Die nehmen wir weg. Ja, dann sammelt man immer so ein bisschen. Wie gesagt, Zuckerstangen sind dekorativ, weil wir ja unseren Weihnachtsbereich hier hin machen. Setzen wir doch mal eben hier so ein paar immer schön auf die Lücken drauf. Also auf die Verbindungsstellen. Also fast. Einen machen wir gleich gerade. Und du kommst dahin und du da hinten gehst weg. So. Ja, kann man schön rumdekorieren. Wir haben Schneemänner. Stellen wir dort einen hin. Machen wir jeden zweiten hier. Da jeden zweiten. So. Ja, dann nehmen wir die mittlere hier nochmal raus. Das ist unsere Einfahrt, könnte man sagen. Ne? Der Geschenkebaum. Der ist besonders. Man sieht schon, der hat einen Ausgang. Den stellen wir uns jetzt mal hier hinten hin. Das ist ein kleiner Tannenbaum. Da kriegen wir den relativ mittig. Jo, kriegen wir. Und dort kann man... das lohnt sich nicht, weil es kommen, glaube ich, nur 15 pro Minute raus. Kann man ein Band rausziehen. Machen wir das mal. Und urplötzlich hat man ein Geschenk. Wie man sieht, es sind ungefähr 15. Das heißt, mit 3 Bäumen. Packen wir uns jetzt mal hier schön nebeneinander. Wir hoffen, dass wir sie alle möglichst mittig kriegen. Und dahin.
ist dort. Du gehst mal. Da machen wir erst einen Fusionator hin. Muss man eben gucken. Das ist die Höhe. Dann nehmen wir 1, 2. Auf. Reicht das? Da müssen wir jetzt ein bisschen rumprobieren. Ja, passt. Sieht das auch schön aus. Und du gehst dort rein. Und wir kriegen ein 60er Band. Schön damit voll. So. Steht, glaube ich, sogar dran, was wir haben. Genau, 15 pro Minute. Dann haben wir 45, eigentlich brauchen wir 4. Ich kann gut rechnen. Mathe ist genau meins. Ist genau das richtige Spiel für mich. Naja. So. Die Fixmas-Lichterkette. Die ist nochmal ein bisschen anders speziell. Manchmal braucht man ja auch irgendwo Strom. Ziehen wir mal hier rüber. Setzen da noch einen hin. Da noch einen hin. Während des Fixmas-Events haben die alle einen Kranz. Leider ist es echt schwer zu sehen, in welche Richtung der kommt. Also, wenn ich hier einen setze, ich habe keinen wirklichen Anhaltspunkt, außer da unten diesen kleinen Kasten. Aber wenn ich den jetzt so setze, dann müsste der schräg stehen und ja. Also man kann sich so ein bisschen merken, nicht mal 90 Grad davon, aber das ist echt, also die richtig zu setzen, das ist ein bisschen fruchtig. Wenn wir jetzt die X-Mas-Lichterkette nehmen, haben wir, oh Wunder, zwischen den Kollegen hier eine Lichterkette. So kann man sich alles schön weihnachtlich dekorieren. Die hören irgendwann Mitte Januar wieder auf zu produzieren und dann läuft die ganze Produktion nicht mehr. Die Rezepte bleiben in den Maschinen drin. Schneekanone und den gehen wir gleich dran. Nehmen wir uns als erstes mal den Konstruktor, um das Ganze einmal so zu zeigen. Der kann nämlich Zweige machen. Der braucht dafür Geschenke. Also schmeiße ich Geschenke rein. Kommen hinten Zweige raus. Ich lasse aber, Quatsch, drei. Ich lasse nochmal eben die Kollegen reinlaufen. Und hier hinten kommen Zweige raus. So. Mit den Zweigen wiederum. Das weiß ich gar nicht. Ja, gucken wir. Gehen wir mal eben die Rezepte hier durch, die wir so haben. Ja, wir können, also aus Geschenken können wir auch Zuckerstangen machen, schleifen. Tatsächlich Schnee. Warum auch immer tatsächlich Schnee, aber auf jeden Fall Schnee. Und Schneebälle wiederum aus dem Schnee. Also, das haben wir da schon mal. Dann haben wir im Fabrikator. Was haben wir denn da? Komm her. Ich will hier nicht durchgehen, ich will das machen. Genau, da haben wir die Bündel. Die wiederum aus den weißen Kugeln da gemacht werden. Also weißen und roten. Da brauchen wir Zweige und die Bündel. Und hier brauchen wir die Dekoration und Zuckerstangen. Wir haben noch Schmelzöfen. In denen werden die roten und blauen Kugeln gemacht. Aus Geschenken direkt wieder. Und in der Gießerei machen wir die Kupfer- und Eisenkugel. Und wie man sich denken kann, für die einen brauchen wir blaue Kugel und Eisen, für die andere rote Kugel und Kupfer. Daher wohl auch die Namen. So. Und das ist eigentlich schon alles, mit dem man den Spaß zusammenbauen kann. Muss ich nur noch überlegen, ich meine, hier drin gibt es auch noch eine Kleinigkeit. Ich meine, sie wäre da drin gewesen. Nein. Nicht da drin? Wo haben wir sie? Oder haben sie das rausgenommen? Das wäre für meinen anderen Spielstand fatal, weil da nutze ich das. Nein.
Mixer macht auch keinen Sinn. Beschleuniger, Teilchenbeschleuniger macht auch keinen Sinn. Wollen wir mal hier durch. Und wir noch was anderes. Haben die etwa... Waren die ganz frech hier? Habe ich irgendein Ding vergessen? Ja. Nehmen wir mal eben was anderes durch. Lassen wir uns hier mal... ein paar Wände hin. Denn die Grenze... Die sind zum Dekorieren gedacht. Die kann man sich dann schön an die Wand setzen. Ist wunderschön. Und dann gibt es halt auch noch die Schneekanonen. Die kann man entweder an die Wand machen. Oder... Ziehen wir die Wand mal hier ein bisschen hoch. Machen dort wieder eine Decke dran. Dann kann man diese dorthin setzen. Und wie man sieht, es schneit. Die Dinger sind rein dekorativ. Der Schnee bleibt so ein bisschen liegen da unten. Einfach damit man ein winterliches Gefühl hat. So, jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Wir gucken nochmal, Mem könnten wir uns eben hier hinbauen. Brauchen wir nicht darunter fliegen. Weil es gibt scheinbar. Da kamen die erst zu Silvester. Das kann natürlich auch sein. Oder man musste ein Rezept im Adventskalender bekommen. Das weiß ich nicht mehr genau. Es gibt nämlich auch Feuerwerk. Und wenn ich die richtige Episode finde, dann blende ich euch das hier auch mal ein, weil in meinem Let's Play habe ich ein bisschen mehr von den Kollegen gemacht. Die werden noch schön... müssten jetzt wieder schön produziert werden. Ich glaube, ich wechsle da mal eben drüber. So, da sind wir auch in unserer... Let's Play Welt. So sieht das hier aus. Mit der Zeit wird das Spiel ein bisschen ruckelig. Ja, verdammt, hier habe ich den Flugmodus nicht an. Kleinen Moment. Das müssten wir einmal machen, weil sonst wird das ziemlich blöd. Flugmodus. Und jetzt machen wir einmal so lange den Gott-Modus rein. Ihr seht, hier habe ich tatsächlich Strom und so. Na, alles in normal. So, normal, das ist die Welt, die mir für gewöhnlich wegfliegt, weil ich gerade hier ein bisschen übertreibe mit Batterien. Und sobald ich da wieder arbeiten kann, geht's auch weiter. Das könnten wir aber auch jetzt ausprobieren. So, wie ihr seht, ich habe hier sowieso schon mal einen Tannenbaum hingesetzt. Und hier unten haben wir die wunderbaren Raketen. Und hier vorne kommen jetzt wieder Sachen an. Die waren doch hier drin. Gucken wir einmal bei den Rezepten. Okay, die scheinen noch zu kommen. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie das war. Ob das ein Rezept war, das im Kalender war. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Oder man musste sie im Shop kaufen. Und dann kommen die... Und sie haben ihn immer noch... Also, das Spiel hat... seit dem ersten Fixmas-Event einen kleinen Bug. Nämlich, dass die diese Raketen auf den Bändern etwas groß geraten sind. Und zwischen Containern stehen sie halt immer noch so rum. Die stehen auf den unteren übrigens. Auch wenn sie quasi gerendert eher da oben drauf stehen. Dementsprechend sind die hier höher. Und wir haben dort nehmen wir von dem hinteren Container, das glaube ich. Ja.
Drei verschiedene Sorten gibt es. Die gucken wir uns jetzt mal alle an. So, und dann gucken wir mal. Wir gehen hin. Und machen uns Musik an. Ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Egal. Nicht so wild. Boah, wie ging das noch? Die mussten wir in die Hand nehmen, genau. Dann packen wir uns die mal dahin. Geht nicht. Die mussten wir nicht in die Hand nehmen. Oder musste ich auf den Kollegen hier gehen? Ja, dahin mussten wir. Okay, man braucht den Zünder für Sprengstoffe. Den lädt man auf mit seiner Rakete, schmeißt sie irgendwo hin, dann steht sie so wunderschön da und dann schießt man sie ab. Und man hat Feuerwerk! So, wenn wir dann hingehen und nehmen anstatt süßes, schickes Feuerwerk und schicken das los, dann sieht das so aus. Und wenn wir dann noch auf das funkelnde Feuerwerk gehen. Dann haben wir das. Und wenn wir sagen, wir nehmen eins davon. Eins davon. Und eins davon. Das jetzt hoffentlich passt, weil dann kann sie sehr schlecht unterscheiden. Schmeiß mal vorsichtig aber nochmal eins hin. So. Schicken die dann alle drei los. Dann gibt es ein wunderschönes, riesiges Feuerwerk. So. Dafür bin ich mit euch hier hingegangen. Aber soll ja nicht ganz umsonst sein. Machen wir mal das. So. Wäre jetzt toll, sogar mit Musik. Also, wenn man sich dann so eine Fabrik mal anschaut, hier unten, das sieht doch etwas wilder aus. Hier wird, glaube ich, also das meiste ist voll hier und solange es geht, wird gebaut. Wir haben hier hinten, kommt Kupfer mit rein und die anderen Teile werden gebaut, aber es ist alles noch voll. Und hier unten kommen jede Menge Geschenke an. Weil hier haben wir ein paar Tannenbäume hingesetzt, die schön unsere Geschenke reinbringen. Auf der Seite auch. Das sieht ziemlich voll aus da vorne. Hier werden Zweige gemacht und Zuckerstangen und was weiß ich nicht alles. Aber wie man sieht, die Produktion läuft wieder. Es ist immer wieder schön, einmal im Jahr erwacht diese Fabrik zum Leben. Hier kommt der Schnee hoch. Der wird auch gebraucht für die verschiedenen Feuerwerke. Die einen brauchen die Zuckerstangen, die anderen Schnee, die anderen die Schleifen. So. So viel zu dem Thema. Aber eine Sache habe ich dann noch, die man zu fixmassig angucken kann. Schön. Wir reden über Weihnachten und es gibt erstmal die Knarre raus. Das ist mein kleiner Fixmas-Weihnachtsbaum. Der selbstgebaute. Der wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel macht, weil hier schon wieder alles voll ist. Aber da drin scheint es doch weiterzugehen. So. Der liebe Herr Spielkind hat mir damals beim Bau geholfen. Denn wir machen hier drin nichts anderes als Schneebälle. Und zwar haben wir irgendwo, genau, hier an der Seite kann man so ein bisschen hoch. Also es ist so groß, dass wir hier drin Nebel haben. Und hier sind ein paar Etagen, die mir aus Geschenken Schnee machen, aus Schnee wiederum
die Schneebälle. Also, hier ist ein bisschen was. Und hier oben ist ein kleines Lager. Wir müssten im Moment so um die 1,7 Millionen von diesen Bällen haben. Und eigentlich sollte das mal hier die komplette Fläche werden. Irgendwann war ich zu faul. Schauen wir uns aber mal so einen Ball an. Jetzt muss ich bei dem nochmal gucken, wie es ging. War bei dem wenigstens ein? Nein, den müssen wir jetzt auch mit dem normalen Zünder nehmen. Ja, gleiches Prinzip. Einmal reloaden. Und wir können Schneebälle werfen. Die bleiben liegen. Und wir können sie explodieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt während des Fixmas-Events wieder so ist. Oder ob die das grundsätzlich genervt haben. Es gab mal eine Zeit, da konnte man hingehen, hat so ein Ding an eine... wir können das hier direkt an... Das geht mir hier sowieso auf den Zeiger. Das ist schön, man muss nicht immer wieder R drücken. So. Und es reicht. Also es funktioniert ganz normal wie ein normaler Explosive. Ich glaube, die sind nicht ganz so stark. Aber... Also früher waren die insane. Die haben sie dann irgendwann so genervt, dass sie quasi im Spiel gar nichts mehr gebracht haben, nach Fixmas. Aber während Fixmas ballern die richtig. Zumindest war es die letzten Male so. Ja, der ist zum Beispiel nicht nah genug gewesen. Ja, komm, da drauf. Juhu. Aber ich habe da oben den Kollegen gesehen. Der ist jetzt mein Versuchskaninchen. Da gucken wir jetzt mal, ups, ob er... Es reicht, um ihn da runterzuschmeißen. So. Das war auch schon mein kleiner, bescheidener Fixmas-Exkurs. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Fröhliche Fixmas. Boom. Ja. Bohne, geht's dir gut? Ich werte das als nein.